Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie Sie eine versehentlich gelöschte Videodatei von einer Festplatte, einem USB-Stick oder einer Speicherkarte wiederherstellen können. Überlegen Sie, wie Sie die Datei von einem Camcorder oder Videorekorder wiederherstellen können und was zu tun ist, wenn die Videodatei von einem Android-Gerät gelöscht wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es ist kein Geheimnis, dass Dateien, die Sie von der Festplatte eines Computers oder Laptops löschen, automatisch in den Papierkorb verschoben werden. Auf diese Weise können solche Dateien wiederhergestellt werden, wenn Sie nach einiger Zeit feststellen, dass Sie sie versehentlich gelöscht haben. Wiederherstellung von Videos aus dem Papierkorb. Wenn Sie ein Video von Ihrem PC oder Laptop gelöscht haben und festgestellt haben, dass Sie es versehentlich gelöscht haben, überprüfen Sie zuerst den Papierkorb. Vielleicht ist es dort. Um eine gelöschte Datei aus dem Papierkorb wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Wiederherstellen. Infolgedessen wird er an dem Ort wiederhergestellt, an dem er entfernt wurde. Beachten Sie jedoch, dass gelöschte Dateien, die größer als der Papierkorb sind, beim Löschen nicht in den Papierkorb gelangen, sondern dauerhaft gelöscht werden. Achten Sie daher bei der Dateiinstallation auf Systembenachrichtigungen. In unserem Blog finden Sie einen sehr detaillierten Artikel zum Anzeigen, Wiederherstellen oder unwiederbringlichen Löschen von Dateien, die im Papierkorb gelöscht wurden. Der Link wird in der Beschreibung sein. Es handelt sich jedoch um einen Computer oder Laptop, vorausgesetzt, die Dateien wurden wirklich in den Papierkorb gelöscht. Wie gibt man eine Datei, die sich nicht im Papierkorb befindet? Was machen wir, wenn das Video wird auf dem Computer nach dem Papierkorb gelöscht oder der Papierkorb wird nach dem Löschen der Datei gelöscht? Ein Videoclip, der versehentlich direkt in der Foto-Videokammer gelöscht wurde? Speicherkarte, die versehentlich mit einer Foto-Videokamera formatiert wurde. Die Daten auf der Speicherkarte sind beschädigt, zum Beispiel durch falsches Entnehmen oder Versagen und so weiter. Angenommen, Sie löschen versehentlich eine Videodatei oder löschen die Speicherkarte Ihrer Videokamera. Wenn Sie es an einen Computer anschließen, finden Sie dort nicht die erforderlichen Videos. Und dies ist das Ergebnis vieler Stunden Arbeit oder eines auf Bestellung gefertigten Videos. In diesem Fall machen wir das. Installieren Sie und führen Sie Programm Hetman Partition Recovery aus. Der Link auf das Programm befindet sich in der Beschreibung. Das Programm scannt automatisch den PC und zeigt alle angeschlossenen Festplatten und Wechselmedien sowie die physischen und lokalen Laufwerke an. Suchen Sie unter Ihnen diejenigen, von der Sie Videodateien wiederherstellen möchten, klicken Sie drauf und wählen Sie die Art der Analyse. Sie können zunächst versuchen, einen Schnellscan durchzuführen. Immerhin läuft es schneller und speichert einen Verzeichnisbaum, Ordner und Dateienstruktur. Warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Infolgedessen zeigt das Programm alle Videodateien an, die wiederhergestellt werden können. Das rote Kreuz markiert diejenigen, die gelöscht werden.
Im Vorschaufenster können Sie die wiederherstellbaren Videoclips anzeigen. Übertragen Sie die erforderlichen in das Fenster Wiederherstellungsliste und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie die gewünschte Methode zum Speichern von Dateien und Ordnern aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Das ist alles. Verlorene Videos wurden wiederhergestellt. Wenn das Programm aus irgendeinem Grund den gewünschten Remote-Videoclip nicht auf der gescannten Festplatte oder Speicherkarte gefunden hat, klicken Sie auf die Funktion Tiefe-Analyse. Als Ergebnis wird eine detaillierte Analyse der ausgewählten Festplatte gestartet. Mit Hilfe einer eingehenden Analyse sucht das Programm nach gelöschten Videodateien anhand der Signatur, das heißt anhand des Inhalts der Dateien. Dies ist ein komplexer und langwieriger Prozess als Quickscan. Daher wird es länger dauern. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn der Grund für den Verlust Ihrer Videos nicht nur das Löschen, sondern auch das Formatieren oder Abstürzen der Speicherkarte ist, ist diese Methode effektiver. In ähnlicher Weise können Sie einen Videoclip wiederherstellen, der von der Festplatte eines Computers oder Laptops gelöscht wurde, nachdem der Papierkorb gesäubert oder eine daran vorbeiliegende Datei gelöscht wurde. Nur das Scannen mit dem Programm erfordert eine Festplatte. Wie stellt man Videos von einer Kamera und einem DVD wieder her? Im Kern unterscheiden sich Autovideorekorder kaum von anderen modernen Camcordern. Also habe ich sie kombiniert. Die Dateiwiederherstellung von diesen Geräten erfolgt jedoch auf die gleiche Weise wie im vorherigen Absatz beschrieben. Es reicht aus, die Kamera, den Rekorder oder die Speicherkarte von innen an den PC anzuschließen und mit dem Programm wiederherzustellen, um die Videodateien wiederherzustellen. Links zu Ihnen finden Sie in der Beschreibung. Wie stellt man Video auf einem Android-Gerät wieder her? Die einfachste Möglichkeit, gelöschte Fotos oder Videos von einem Android-Gerät wiederherzustellen, wenn Ihre Daten auf einer Speicherkarte gespeichert waren. In diesem Fall machen wir folgenden Schritt. Entfernen Sie die Speicherkarte aus Ihrem Gerät und schließen Sie sie mit dem Kartenleser an einen Computer oder Laptop an. In einigen Fällen können Sie ein mit einem Kabel verbundenes Smartphone oder Tablet als Kartenleser verwenden. Beachten Sie jedoch, dass Dateiwiederherstellungsprogramme eine auf diese Weise mit dem Computer verbundene Speicherkarte möglicherweise nicht immer erkennen. Dafür gibt es Gründe. Starten Sie Hetman Partition Recovery, nachdem es im Ordner dieser Computer angezeigt wird. Befolgen Sie als nächstes den oben in diesem Video beschriebenen Wiederherstellungsalgorithmus. Wenn Sie gelöschte Videos aus dem internen Speicher eines Android-Geräts wiederherstellen müssen, ist dies nicht so einfach. Um Fotos oder Videos aus dem internen Speicher eines Smartphones wiederherzustellen, benötigen Sie Android Superuser oder Root-Rechte. Ebenso der aktive Modus des Entwicklers, um das Debuggen des Geräts über USB zu ermöglichen. Wir haben bereits ein sehr detailliertes Video dazu auf unserem Kanal. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Natürlich sind dies bei weiterem nicht alle Möglichkeiten, Videodateien wiederherzustellen. Viel hängt vom Gerät und dem Speichermedium sowie den Gründen für den Dateiverlust ab.
Wenn Sie Fragen zu Wiederherstellen gelöschter oder verlorener Videos haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Das ist alles. Daumen hoch und abonnieren Sie Hetman Software Kanal. Wenn das Video nützlich war, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Freunde.